Vereinnahmung durch wirtschaftliche Interessen zuvorzukommen. In den Folgejahren war das Naturjuwel zwar gerettet, aber kaum begehbar. Mit der Übernahme einer Patenschaft durch die Landjugendgruppe Obdach im Jahr 2006 haben dann zunächst die Planungs- und Rodungsarbeiten entlang des Gebirgsbachs begonnen. Seitdem führen die Jugendlichen in ihrer Freizeit regelmäßig die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, Ausbesserungs- und Pflegearbeiten durch. So ist ein erlebnisreicher Naturlehrpfad mit Stegen, Brücken und Rastplätzen entstanden. Attraktion am Wegrand, ein riesiges Wasserrad, das auch regelmäßig kontrolliert und gewartet werden muss. Von der Westflanke des Zirbitzkogels ergießt sich der Granitzenbach talwärts. Ungestüm und nicht in Kraftwerksrohre gezwängt. Für das Gebiet der Bürgermeister von St. Wolfgang und Obdach eines der größten steirischen Naturdenkmäler. Die Region hat an und für sich nichts dagegen, dass Energie aus Wasserkraft gewonnen wird. Aber wenn es übertrieben wird und nur zur Gewinnmaximierung herangezogen wird, und da war der springende Punkt der, dass eben die Winterleitenseen als Speicherseen mit einbezogen hätten werden sollen, da hat es natürlich einen Aufstand gegeben und man hat sich dann auf einen Kompromiss geeinigt, wobei der besonders schöne Bereich Naturdenkmal Granitzenbach gerettet werden konnte und jetzt als Naherholung für unsere Bevölkerung zur Verfügung steht. Die jungen Leute haben sich mit ihrer Patenschaft für den Gebirgsbach viel vorgenommen. Dass der immer wieder instand zu haltende Wanderweg aber so intensiv von Schulen, Jugendgruppen und Pensionistenvereinen der Umgebung angenommen würde, hätte bei Planungsbeginn wohl kaum jemand zu hoffen gewagt. 2006 hat die Planung dafür begonnen, da sind wir dann eingeladen worden zu diversen Sitzungen. Und da haben wir dann schon beim Mitwirken, beim Bauen überall mitgeholfen und dadurch hat sich dann die Subvention für uns ergeben. Und das Projekt, das ist nicht ein einjähriges Projekt, das ist viel längerfristig. Das heißt, auch die Landjugendgruppen der Zukunft werden sich bei der klappernden Schaumühle treffen und nach dem Rechten sehen. Sie wurde erbaut anstelle einer gänzlich verfallenen Mühle in Gemeinschaftsarbeit mit einem handwerklichen Genie, dem Altbauern Matthäus Fössel, der sich damit einen Kindheitstraum verwirklichte. Wir haben die Mühlen in Lesach da angeschaut, ein Gemeindeausflug war, und da habe ich so genau geschaut, dass ich das irgendwie so zur Funktion gebracht habe. Das erste Jahr war mal interessant, weil wir nicht gewusst haben, ob es funktioniert. Aber es hat Gott sei Dank sofort funktioniert, so wie heute noch. Ein guter Ort für die Landjugend, sich nach getaner Arbeit zu treffen und sich dabei auch über das gelungene Ergebnis ihres Einsatzes zu freuen. Wir haben da über die Landesorganisation die Info gekriegt, dass es eben den goldenen Panda gibt. Und wir haben uns überlegt, dass wir das eigentlich gleich angehen, weil die anderen sollen eigentlich auch ein bisschen was mitkriegen, was wir in der Region da machen. Daraufhin haben wir eben den silbernen Panda gekriegt und die Landesorganisation hat uns wiederum gefragt, ob wir für die Bundesprämierung mitmachen würden. Und wir haben gesagt, naja, jetzt haben wir das Land hinter uns, jetzt fahren wir nach Wien. Und das war wirklich ganz interessant und lehrreich. Und wir haben dort nachher die goldene Auszeichnung von Wlodkowski bekommen und das war für uns wirklich eine große Ehre. Große Ehre auch für ein von jungen Menschen nachhaltig gesetztes Signal in einer Umwelt, die vor der Ausbeutung der Natur mehr und mehr bedroht ist. Bürnstein verdankt seinen Namen.